Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Rubin auf High-End-Gaming-Basis. Im letzten Part haben wir uns der Arena von Papa gestellt, beziehungsweise Tortis Papa, ja. Heute wollen wir ihn herausfordern. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ach so, und fröhliche Weihnachten an alle da draußen. Okay. Okay, dann gab's wohl, sind wir doch noch einen Weg gegangen, den wir nicht gegangen sind. Aber gut, die EP nehme ich gerne mit. Hallo Inekoro. Müsste die Weiterentwicklung von Ineko sein. Ineko müsste sich mit einem Mondstein. Mondstein? Ich glaube schon, mit dem Mondstein weiterentwickeln. Aber wir wechseln einmal. Zu Morabel. Nein, oh, nicht Gesang. Ernsthaft. Hört sich nach Duplexieb an. Und natürlich 4-5 Mal. Gib ihm. Und da fällt mir ein, Letarking hat ja Gena, ne? Oh, ist schon die dritte Runde. Jawoll! Nein. Okay, wir sind hier richtig. So, jetzt müsste Morabel vorne sein. Thank you.
Was hat der Trainer dann hier auf Lager? Hört sich doch ein Gerdax an. Boah. Das ist hart. Und unser Lebensschelle ging natürlich daneben. Das war sowas von klar. Panzerehrung, ich verlasse mich auf dich. Oder Kürtel, Panzerehrung ist jetzt an der dritten Stelle. Loot-Attacke. Oh, sein Pokémon brennt hier, cool. Das könnten wir auch richtig gut gegen Letarkin gebrauchen. Oder? Eigentlich schon. Als ob die Arena-Trainer einen Trank einsetzen, aber mittlerweile ist es ja schon normal. Er brennt aber trotzdem noch. Einen zweiten Trank setzt du ein? Ja. Dabei hat er bestimmt nur ein Pokémon, wette ich mit euch. Komm zurück, Gürtel, du hast dich gut geschlagen. Ja. Okay, Stolli. Du machst das schon. Kopfnuss. Jawohl. Das hast du dir verdient, die EP. Sind wir schon beim Arena-Leiter? Ich habe oben keine Türen mehr gespürt. Ja, okay. Werden natürlich jetzt bei diesem Versuch nicht gewinnen, ist klar, weil unsere beiden unsere zwei Pokémon sind down, ist klar. Okay, er fängt anscheinend gleich mit seinem Signature an, Letarking. Geh mal auf Sandwirbel. Ach komm, wir bleiben. Denkt an die Kommentare, kann ich erst am Ende des Parts vorlesen.
Aber da merkt man schon, Lethargien hat zwei, hat zwar einen sehr hohen Angriff und ich glaube sogar Spezialangriff. Dafür faulenzt es jede zweite Runde. Wie beim Hyperstrahl. Frag mich, wie viele Sternschauer wir für einen Lethargien brauchen. Und da kommt der Gena wieder. Und wir sind eingeschlafen. Boah, langsam kriege ich Hunger. Ich bin auch erst vor einer Stunde da so aufgestanden. Ich habe auch gar nicht gefrühstückt. Komm, beende es Lethargien. Hätte ich auch einfach zum Pokécenter zurücklaufen können. Aber so geht's schneller, dachte ich. Aber Panzer Aeron hat ganz schön Widerstand geleistet. Das ist gut. So, Stolli, ich verlasse mich auf dich. Du hast uns nicht das erste Mal den Hintern gerettet. Na, da kommt der Trank. Ich schätze mal, das wird ein Hypertrank, Top-Genesung, Top-Trank sein. Irgendwie so. Aua. Aber dafür, dass ich wirklich nur zwei Pokémon hatte, also zwei Stahl-Pokémon, haben die ganz schön gut durchgehalten. Und der Kampf ist ja noch nicht mal vorbei, aber... Stolli gibt sein Bestes. Okay, dann glaube ich mal an dich, Stolli. Aber ich dachte eigentlich, Lethargien hätte Erholung. Und Stolli ist aufgewacht und finisht einfach mal sein Signature-Pokémon. Ja, läuft! Das hast du verdient, Stolli. 100 Pro. Okay, was welches kommt als nächstes? Hört sich nach einem Muntier an. Wir bleiben weiter auf Kopfnuss.
Du hast leider keine AP mehr hierfür. Gehen wir auf Metallklaue. Stolli, mach mich stolz, mach mich stolz! Ob! Stolli, ich liebe dich! Ich liebe dich! Was geht ab? Okay, ein Pokémon noch, Stolli. Da kommt. Was mit. War das gerade eben ein Lethargien und das das Montier? Könnte auch sein. Gott. Stolli, du hast schon zu viel gemacht, mehr brauchst du nicht. Ruh dich aus. Du musst nicht weiter. Guck mal, das hört sich nach Finta an. Ja, das hört sich nach Munti an. Das vollends nicht. Okay, komm zurück, Stolli. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf dich. Hätten wir jetzt noch unser Gürtel und unser Simpex, dann... Ja. Warum sage ich Simpex? Morappel. Simpex müssten wir jetzt noch die Tage bekommen. Pi mal Daumen. So, jetzt aber die Revanche. Sind wir schon beim Arena-Leiter wieder? Ja, okay. Lebensschelle, Lebensschuss, whatever, hau rein. Wenn wir das mal so hinbekommen würden, dass der Arena-Leiter, ich glaube, wie hieß er, Norman? Ja, oder unser Vater, dass er keinen Trank einsetzt.
Morappel, ich bin enttäuscht. Aber komm zurück. Ich verlasse mich auf dich, Stolli. Das zum Thema Trank, ja. Wir wechseln. Den Tagging müsste eh faulenzen. Von daher passt das. Ich möchte das Pokémon wechseln. Dankeschön. Wir haben zwar Kürtel, ist aber nicht so schlimm. Glutattacke. Läuft das jetzt die ganze Zeit so weiter, oder? Also ich habe nichts dagegen, aber es ist halt ein bisschen umständlich. Na gut, anders betrachtet, was ist beim High-End-Gaming-Projekt schon normal? Oh Gott. Denkt dran, die Kommentare kann ich erst am Ende des Parts vorlesen. Und es brennt, jawohl. Hat sich zumindest angehört. Jawohl, es ist down. Weiter geht's. Das müsste Mund hier sein, das habe ich. Oder gehe ich von aus? Aua. Und es brennt auch, nice!
Ich hoffe, ich kann Stolli einsetzen. Oder Panzer Aeron. Ja, Panzer Aeron ist noch frisch. Wir gehen auf den Sandwirbel. Zweimal sollte reichen. Ich hoffe, dass aber Finte nicht so eine Attacke wie Sternschauer ist, die immer trifft. Ich vermute es aber. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte den Sternschauer einsetzen. Ernsthaft. Sternschauer. Danke. Hier, ich habe anscheinend meine Init erhöht. Ich hätte aber mal lieber auf Sternschauer bleiben sollen. Aber das kann ich ja nicht wissen. Und Muntia ist down? Okay. Panzer Aeron, das hast du dir verdient. Jetzt kommt noch ein Mund hier. Lifeplay-Tarking gar nicht an. Also mir soll es recht sein, aber... Hört sich nach Energiefokus oder so an. Ich hoffe, das ist sein letztes. Ich dachte eigentlich, er hätte noch Boomels oder so, aber... Vielleicht hat er das auch noch. Oh, da kommt der Trank. Gleich habe ich bestimmt keinen Sternschauer mehr. Ich wurde bis jetzt kein einziges Mal angegriffen. Keine Ahnung, ob das ein Bug oder so ist. Ist mir auch völlig egal. Hau rein, Panzer Aeron. Ich habe es befürchtet. Warum habe ich meinen Mund nicht gehalten?
Jetzt liegt alles wieder an Stolli. Ah ne, wir müssen Stolli erstmal einsetzen, okay. Ja! Ja, Stolli! War's das? Jawohl! Hoho! Nice! Jetzt müssen wir eigentlich den Balance. Wer ist der Balancehorn? Ja. Balancehorn bekommen. Kriegen wir dann natürlich noch eine TM. Frag mich nicht welche. Dann wollte ich noch schnell was abholen. So, das musste die VM Surfer sein. Hätten wir die auch schon mal. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.